Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Kevins Tagebuch. Ende August, Anfang September war ich wieder im Raum Yes unterwegs, um einige Züge zu filmen. Viel Spaß mit diesem Video. Fangen wir an. HRS 4185026 kommt mit einem Schwellenzug aus Coswig. Press 285104 hat ein ICET im Schlepptau. LDK 155060 ist mit einem Kesselzug nach Bad Schandau unterwegs. DB Bahnbau 203304 ist auf dem Weg mit einem Flachwagenzug nach Coswig. Aus der Gegenrichtung kam Press 114703 mit einem Schwellenzug aus Coswig. Hectorail 182504 zieht einen Kesselzug nach Coswig. Grüße zurück an den Lokführer. WLDOX 159220 ist mit einem Getreidezug auf dem Weg nach Bad Schandau. Im Block dahinter folgt HSL 151138 mit einem Autozug.
Am Abend kam Veltax 159-220 LZ zurück. Am nächsten Tag kam Hectorel 182-504 mit 151-013 und einem Kesselzug im Schlepptau aus Coswig gefahren. Ein Lokzug bestehend aus 186, 533, 229 und 262. DB-Fernverkehr 101043 mit einem IC, darunter München-Nürnberg-Expresswagen aus Dresden kommend. DB Cargo 295-020 LZ nach Coswig. Grüße zurück an den Lokführer. Am Nachmittag kam DB Cargo 193-368 mit dem Namen Starke Cargo bzw. Strong Cargo mit einem Containerzug nach Tschechien gefahren. Wenn es die ganze Zeit regnet, nicht regnet, regnet, nicht regnet, hat man natürlich dann keine Lust mehr rauszugehen. Ja, die Strafe ist LDK 155-191 mit einem Kesselzug nach Bad Schandorf. MRCE 182-597 mit einem Kesselzug. STEG 193-219 mit einem leeren Holzzug nach Bad Schandau.
ILL 193, 737 und 227 sind auf dem Weg nach Bad Schandau mit einem Getreidezug. Zwei Minuten lang können wir 232 173 von Triangola mit einem Kesselzug am Block Böhler beobachten. Ach ja, Grüße zurück an den Lokführer. Am nächsten Tag kam Kaptrain 248008 mit einem E-Wagenzug. Danach habe ich mich sehr gefreut. DB Fernverkehr 101043 ist mit einem weiteren IC unterwegs. DB Cargo 265009 ist LZ in die Gegenrichtung unterwegs. Auch hier Grüße zurück an den Lokführer. Von Bahnlogistik 24 kam 120120 mit einem Getreidezug.
Auch Strabag kam mit einem Bauzug. DB Cargo 193 386 kam mit einem Containerzug zurück. Und wieder kam ein IC über die untere Strecke nach Dresden Hauptbahnhof, diesmal geschoben von 101.004. MRCE 182 524 ist mit einem Messzug nach Dresden unterwegs. Captrain 187.011 kommt mit einem Smart Rail Containerzug. Aus Coswig kommt DB Cargo 185, 187 und 157 mit einem Schwellenzug. WFL 114.024 schiebt den Doppelstockzug nach Dresden-Altstadt. DB Fernverkehr 147 568 kommt LZ. Am 1.9.2021 kamen die Vectron 193 867 mit dem Namen Mauerfall und einem Kesselzug. Meiner Meinung nach ist es die schönste Vectron.
DB Cargo 218-249-KMLZ. Und aus der Gegenrichtung kam Whirlpool 187-310 mit einem Kesselzug. Als die Nachricht kam, dass Bahnlogistik 24 mit einer 120 auf dem Weg ist, fuhr ich schnell zur unteren Strecke. Und da kam sie, 120-127 mit einem Getreidezug nach Bad Schandau. Am Nachmittag kamen 218, 308 und 208 LZ. Leider wurde das Video unscharf. Die 218er waren eigentlich mehr ein Beifang. Gewartet habe ich auf WFL 232-527 mit einem Schotterzug nach Dresden-Friedrichstadt. Noch am gleichen Tag kam Metrans 386020 mit dem Namen Hamburg und einem Containerzug. Im Block dahinter folgte EBS 232-239 mit einem Kesselzug. Dieses Video war leider wieder unscharf, aber durch den Hammersound und den Pfiff wollte ich es reinnehmen. Also Grüße zurück an den Lokführer.
Am letzten Tag hieß es zeitig aufstehen, denn da kam 243.005 mit einem Sonderzug nach Dresden-Neustadt. Ein paar Minuten später folgte 155.273 mit einem weiteren Sonderzug nach Dresden-Neustadt. Die beiden Züge wurden dort vereint und gingen mit 50.36.48 weiter. Am Nachmittag kam LDK 155.060 mit einem Getreidezug nach Bad Schandau. Am frühen Abend kam 159.222 mit einem Kesselzug ebenfalls nach Bad Schandau. Am Abend kamen die beiden Sonderzüge wieder zurück. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Kevin.